Hallo, mein Name ist Lisa Kaltenegger, ich bin Astrophysikerin hier am Max-Planck-Institut in Heidelberg und am Harvard und ich suche nach Spuren von Atmosphären und von Leben auf anderen Welten, also um Planeten, die um andere Sonnen, nicht unsere eigene, kreisen. Und darüber reden wir heute. Also wie ich zur Astronomie kam, war ganz spannend. Das war jetzt kein so Schlüsselerlebnis wie als kleines Kind, hat man in den Himmel geschaut, das habe ich natürlich gemacht. Aber da habe ich noch nicht gewusst, ob ich jetzt Astronome werden will oder Physiker oder irgendwas anderes, weil ich einfach ganz neugierig war auf die Welt um uns herum. Aber mit 95, also 1995, wurde doch dieser erste Planet um einen anderen Stern, um eine andere Sonne entdeckt. Und dadurch wurde dieses Gebiet extrasolarer Planeten entdeckt. Und zum ersten Mal haben wir Welten um andere Sonnen uns erstens mal finden können und jetzt auch uns anschauen können. Und das ist für mich eins der spannendsten Grundfragen insofern der Menschheit. Gibt es andere Welten wie unsere? Und potenziell kann es da auch irgendwo Leben geben. Wenn Sie raufschauen in den Sternenhimmel, sich denken, boah, da drüben gibt es einen Planeten, ähnlich wie die Erde, da drüben gibt es einen Jupiter, da drüben gibt es eine Venus. Und der nächste Schritt in den nächsten 5 bis 10 Jahren ist für uns wirklich das Licht dieser Planeten einzufangen und wirklich rauszukriegen, ob wir allein sind im Universum. Wir sind zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in der Lage, diese Frage zu beantworten, gibt es andere Welten wie unsere da draußen? Das ist das erste Mal, haben wir diese technischen Möglichkeiten, wirklich rauszukriegen, ob um einen anderen Stern da oben, also um eine andere Sonne, es eine andere Erde gibt und ob es dort vielleicht auch Leben geben kann wie hier. Und das ist für mich einfach eine der spannendsten, faszinierendsten Fragen, die wir im Augenblick in der Wissenschaft beantworten können. Wir haben schon an die 1000 Welten um andere Sonnen entdeckt, um andere Sterne entdeckt, an die 1000 Exoplaneten. Und wir finden die mit verschiedenen Methoden. Die zwei wichtigsten sind eins die Transit-Methode. Das ist einfach, wenn Sie den Stern sehen und wir zufällig richtig drauf schauen, dass sich der Planet zwischen uns und den Stern schiebt, also einen Teil dieser heißen Sternenoberfläche abdeckt, dann sehen wir, dass der Stern periodisch ein ganz klein wenig dunkler wird. Und das ist eigentlich super spannend, dass das geht. Dafür nehmen Sie die größten Teleskope auf der Erde oder eben im Weltraum her. Kepler ist 1 Meter im Weltraum, das genau nur auf andere Sterne starrt, um eben diese Abdeckung zu finden. Weil wenn Sie es zusammenschrumpfen, wenn Sie unsere Sonne nehmen und sie auf die Größe einer Grapefruit zusammenschrumpfen, dann ist unsere Erde überhaupt nur so klein wie ein Senfkorn. Und dieses Senfkorn deckt Ihnen dann einen Teil dieser heißen Grapefruit-Oberfläche, wenn Sie wollen, ab. Und genau das müssen Sie finden. Also Sie müssen wahnsinnig genau schauen. Es ist eine weniger als 1% Verdunklung des Lichts dieses Sterns. Aber das machen wir jetzt schon ganz routinemäßig und so können wir um andere Welten, um andere Sterne, kleine Welten, die potenziell so wie wir es sind, jetzt schon aufspüren. Und die andere Methode? Ist die Radio Velocity Methode oder Wobble Methode, wenn Sie wollen. Das ist einfach so, wenn ein Planet sich um einen Stern bewegt, dann zieht die Gravitation des Planeten natürlich auch an dem Stern. Und der Stern macht eine Ausgleichbewegung. Das heißt, wenn der Planet in die Richtung geht, lehnt sich der Stern ein bisschen zurück. Wenn er in die andere Richtung geht, kommt er näher zu uns. Und dadurch sehen wir im Sternenlicht eine Verschiebung der Spektrallinien. Das heißt, zu uns hin wird es bläulicher. Von uns weg wird es rötlicher. Das ist auch, warum wir wissen, dass das Universum expandiert. Alles erscheint uns rötlicher, wie es sein sollte. Das heißt, wir wissen, alles bewegt sich voneinander weg. Und dieses Wackeln, das ist ein ganz kleiner Effekt, weil wenn so ein riesiger, massiver Stern, so ein kleiner Planet herumkreist, dann wackelt der Stern natürlich nicht viel sehr. Und man kann sich vorstellen, einfach, wenn Sie jemanden spazieren gehen sehen. Mit einem Hund. Wenn es ein Riesenhund ist, auch wenn Sie den Hund nicht sehen, weil das eine Balustrade zum Beispiel, sehen Sie, dass der Mensch gezogen wird. Also ein Riesenplanet macht ganz einen großen, also nicht ganz einen großen, aber einen größeren Einfluss auf den Stern und Sie sehen den schön wackeln. Wenn es aber ein Mensch mit einem ganz kleinen Hund spazieren geht, dann ist es sehr schwierig zu sehen, wenn Sie den Hund nicht sehen, dass der von dem kleinen Hund gezogen wird. Und darum ist es einfach schwieriger, kleine Planeten aufzuspüren.
Aber mit diesen zwei Methoden, wo es doch um so viel leichter ist, die großen, die mehr vom Sternen, von der Sternenfunkoberfläche abdecken und auch die großen, die mehr ziehen, zu finden, haben wir doch um einiges mehr kleine Planeten schon gefunden. Und was Ihnen das sagt, ist, dass es einfach um einiges mehr von diesen kleinen gibt da draußen. Und das ist natürlich spannend, weil diese kleinen können Felsen sein wie die Erde und da könnte es Leben, wie wir es kennen, geben. Und unter diesen 1000 anderen Welten, die wir bis jetzt schon entdeckt haben, und es kommen jeden Tag um einiges mehr dazu, weil unsere Technologie natürlich jetzt besser ist und wir wissen schon besser, wie wir die jetzt entdecken können, da gibt es ganz spannende Welten, also komplett anders wie bei uns. Da gibt es Felsplaneten, die nur ein paar Stunden, also 4, 8 Stunden brauchen, um ihren Stern zu kreisen. Das heißt, deren Jahr sind nur 4 bis 8 Stunden. Aber das heißt natürlich auch, dort ist es wahnsinnig heiß. Das heißt, sie haben geschmolzene Felsplaneten, Lavabälle, wenn sie so wollen. Das sind Planeten, die wir uns eigentlich nicht wirklich vorgestellt haben, aber die wir schon gefunden haben. Dann gibt es riesige Jupiterplaneten, die aber nicht wie Jupiter weit weg sind von der Sonne, sondern auch ganz nahe bei ihrer Sonne dabei. Das heißt, die sind auch wahnsinnig heiß. Es gibt auch Welten, die statt einer Sonne 2 haben. Es gibt Welten, die am Sternenhimmel zum Beispiel 2 Sonnen haben und andere Planeten sehen ganz in der Nähe. Und es gibt auch schon die ersten Welten, also wir haben eine Handvoll von Planeten, die schon im richtigen Abstand sind von ihrem Stern. Das heißt einfach, dass sie da so viel Energie von ihrem Stern abkriegen, wie wir circa von der Sonne abkriegen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und die auch klein genug sind, also kleiner wie 2 Erdradien oder deren Masse weniger als 10-mal die Erdmasse ist. Das ist von den Modellen her, dann haben sie ein Felsorgel. Und die sind, da haben wir jetzt schon eine Handvoll von Planeten, die im richtigen Abstand sind. Dass es nicht zu heiß und nicht zu kalt für flüssiges Wasser auf der Oberfläche ist. Und flüssiges Wasser hätten wir natürlich gern, um Leben zu ermöglichen und auch um die Spuren von Leben in einer Atmosphäre zu finden. Das heißt, die ersten ganz spannenden Welten haben wir schon entdeckt und mit jedem Tag werden es mehr. Jetzt muss man uns einfach mal diese Distanzen, diesen Raum vorstellen. Weil wenn Sie jetzt unser Sonnensystem weiter zusammenschrumpfen, zuerst haben wir gerade gesagt, wir machen unsere Sonne so groß wie eine Grapefruit, dann ist die Erde so groß wie ein Senfkorn. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt schrumpfen wir unser ganzes Sonnensystem, den ganzen Planeten, zusammen auf die Größe von einem Keks. Ihrem Lieblingskeks, können Sie sich aussuchen. Aber in dieser Skalierung ist dann der nächste Stern überhaupt 2 Fußballfelder. Das heißt, wenn unser Sonnensystem so groß ist, ist der nächste Stern überhaupt, unser Nachbarstern, 2 kosmische Fußballfelder. Wenn man jetzt an diese ganz großen Distanzen denkt, ist natürlich die Frage, wie kriegen wir überhaupt Informationen von diesen Planeten, die so weit weg sind? Aber das bringt uns das Licht. Alles, was wir über das Universum verstehen, ist eigentlich basierend auf dem Licht, das wir hier einfangen können, das natürlich von anderen Sternen, von anderen Galaxien ausgesendet wird, durch diesen Raum sich bewegt mit Lichtgeschwindigkeit und irgendwann bei uns ankommt. Und das hat aber ganz viel Information in sich. Das heißt, es kann einem sagen, was für Chemikalien es in der Atmosphäre eines anderen Planeten gibt, ob es dort drüben einen Stern gibt, der gerade explodiert, ob es hier eine Schule für Sterne gibt oder eine Geburtsstätte für Sterne. Also all das kriegen wir allein durch das Licht raus. Das Licht hat so viel Information in sich. Und wenn man das jetzt auf Planeten anwendet, wie wissen wir oder wie versuchen wir rauszukriegen, ob es Leben auf anderen Planeten gibt? Wenn sich jetzt so ein Planet vor seinen Stern schiebt, dann wird natürlich ein Teil des Sternenlichts durch die Planetenatmosphäre gefiltert. Und wenn das passiert, dann sagt einem das Licht, das man einfangen kann, welche Chemikalien es in dieser Atmosphäre gibt. Da kriegt man dann raus, ob es dort Sauerstoff gibt, Wasser, Methan und CO2. Das sind dann die Hauptbestandteile, die man auch in der Erdatmosphäre sehen kann. Und nach diesem spektralen oder Lichtfingerabdruck
eines bewohnbaren Planeten halten wir Ausschau. Der kann sich natürlich ein bisschen verändern, wenn der Planet massiver wird, weniger massiv, heißer, kühler. Und genau das berechnen wir in meiner Gruppe. Aber generell schauen wir auf Sauerstoff oder Ozon mit einem reduzierenden Gas, das ist Methan bei uns auf der Erde, weil die zwei miteinander reagieren und Leben sehr viel Sauerstoff immer nachproduziert, damit man das überhaupt noch sehen kann in der Atmosphäre, und Wasser. Das heißt, das ist unser Atmosphärenfingerabdruck, unser Lichtfingerabdruck für Leben im All, den wir jetzt bei diesen neuen Planeten, die wir jetzt immer finden, mit der nächsten Generation von Teleskopen, die einfach größer sein müssen, damit wir genug Licht von den Planeten einfangen, nachweisen wollen. Und als Vergleich, dieser Planet ist wahnsinnig dunkel im Vergleich zu seinem hellen, hellen Stern. Sehen Sie eh, wenn Sie raufschauen, die Sonne, wenn die Sonne strahlt, sehen Sie keinen der Planeten in unserem eigenen Sonnensystem. Und der Vergleich ist mehr oder weniger, Sie starren in einen Autoscheinwerfer, einfach reinstarren, wenn Sie wollen, oder beim Leuchtturm in den Scheinwerfer, und Sie versuchen, ein Glühwürmchen daneben zu finden. Das ist mehr oder weniger der Vergleich, wie viel heller ein Stern ist als sein Planet. Und darum verwenden wir Tricks. Entweder wir schauen uns die Atmosphäre an, wenn der Planet vor seinem Stern geht und dadurch ein Teil gefiltert wird durch die Planetenatmosphäre, oder wir nehmen eine Maske, einen Chromatographen her, um das Licht des Sterns ganz genau abzudecken, sodass wir was ganz Lichtschwaches nebenbei finden können. Wie gesagt, wenn Sie in den Scheinwerfer schauen, machen Sie höchstwahrscheinlich das, damit Sie Ihre Augen schützen können. Und genau so etwas Ähnliches machen wir jetzt mit Teleskopen. Wir machen eine Maske, damit der Stern, der helle Stern, ausgeblendet wird und wir das Licht von einem ganz kleinen, dunklen Planeten, der ja nur angestrahlt wird und wieder rückreflektiert, einfangen können. Vor nicht einmal 20 Jahren, also 1995, wurde der erste Planet um einen anderen Stern, um eine andere Sonne entdeckt. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt keine Zeit. Und jetzt sind wir aber schon so weit, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren es von der Entdeckung dieser Planeten schon zur Charakterisierung kommt. Das heißt, wir schauen uns die Atmosphäre von ganz großen, heißen Jupiterplaneten jetzt schon an. Aber für diese kleinen Erden brauchen wir einfach ein größeres Teleskop, damit wir mehr Licht einfangen können. Und diese größeren Teleskope kommen jetzt. Wir bauen gerade dieses James Webb Space Teleskop. Das ist ein 6,5 Meter Spiegel im Weltall. Hubble kommt runter, James Webb kommt rauf. Das heißt, dann haben wir das erste Mal ein 6,5 Meter Teleskopdurchmesser im Weltall, und das ist groß genug, um das Licht von seinem ganz kleinen Planeten einzufangen und es uns zu ermöglichen, noch Spuren von Leben in so einer Atmosphäre auf so einem Planeten zu suchen. Und am Boden, also James Webb soll mit 2018 fliegen, das ist gar nicht mehr so lang, und am Boden ist es so, dass wir diese Großteleskope jetzt bauen, diese 40 Meter Teleskope, das nennen sie die European Extremely Large Telescope, das ist auch ein extrem großes Teleskop, das europäische, das wir in Chile hinbauen, 40 Meter Spiegel. Und das hat natürlich dann auch die Möglichkeit, ganz viel Licht einzusammeln. Und das einzige Problem, weil das wäre ja auch größer wie das James Webb ist ja nur 6,5 Meter, aber das Problem ist, wir brauchen auf der Erde größere Teleskope, weil wir hier durch unsere eigene Atmosphäre starren und da natürlich die Spuren von Wasser, Sauerstoff, Methan drinnen sind. Das heißt, wir müssen eine differenzierte Rechnung machen und dadurch brauchen wir noch mehr Licht, darum müssen die am Boden größer sein. Aber mit 2018, das James Webb Space Telescope, 2022, das Extremely Large Telescope in Chile, fangen diese ersten Möglichkeiten für uns an, wirklich jetzt nicht mehr diese Planeten zu finden und zu sagen, boah, sind super spannend und könnten potenziell wie eine zweite Erde sein, sondern dann wirklich das Licht dieser Planeten einzufangen, uns den spektralen Fingerabdruck anzuschauen und nachzusehen, ob es Spuren von Leben in diesen Atmosphären wirklich gibt, und die Frage zu beantworten, ob wir allein sind im Universum.
Gibt es Leben im Weltall? Das ist eine dieser Grundfragen. Gibt es Leben irgendwo anders als hier auf der Erde, die die Menschheit ja schon seit Tausenden von Jahren beschäftigt? Die griechischen Philosophen haben schon darüber gefragt. Und jetzt sind wir das erste Mal wirklich dabei, diese Frage zu beantworten, weil wir die technischen Möglichkeiten haben, solche Planeten überhaupt zu finden. Und die Frage ist natürlich, wer leben dann so wie bei uns? Und höchstwahrscheinlich nicht, weil Leben kann sich doch so verschieden entwickeln. Wenn Sie einfach in die Ozeane schauen, dann sehen Sie so viele wahnsinnig spannende Meerestiere, die eigentlich ausschauen, wie wenn sie Aliens wären. Und die haben sich einfach nur auf unserer Erde entwickelt. Das heißt, das Faszinierende für mich ist auch, diese Vielfalt von Leben hier auf der Erde zu beobachten und es dann einfach ohne Wissen natürlich zu extrapolieren, was wir da draußen vorfinden könnten. Und ich glaube, es revolutioniert unser Weltbild, weil auf einmal haben wir die Möglichkeit, über unseren Tellerrand rauszuschauen, jetzt nicht nur uns anzuschauen, sondern ganz andere Welten da draußen, uns in Kontext zu setzen, zu sagen, wir sind nicht die einzigen Lebewesen. So weit sind wir noch nicht, aber wenn man es einfach weiterspinnt. Und ich glaube, es ist einfach auch schön, wenn man einfach einen Zusammenhang hat im Universum. Und auch wenn es sich nicht einmal interessiert, ob es Leben da draußen gibt, eine Sache, die auch sehr spannend werden wird, ist, wir wissen, wie sich unsere Sonne entwickelt, weil wir andere Sonnen, ganz ähnlich wie unsere eigene, sehen, die ganz jung sind und die gerade sterben. Das heißt, wir haben so einen Zusammenhang, dass wir sagen, okay, das sind jetzt Sonnen wie unsere eigene, die wir nur jetzt beobachten können. Und das heißt, wir wissen, wie unsere Sonne geboren wurde, dadurch, dass wir andere Sterne, die jünger sind, aber ähnlich wie die Sonne, anschauen und andere, die älter sind, wie die Sonne anschauen. Und stellen Sie sich jetzt einfach einmal vor, das können wir für die Erde auch machen. Die Jünger, immer interessant, aber da haben wir auch die Funde auf unserer Erde, also diese ganzen Felsrecords und so weiter, aber einen ersten Blick in die Zukunft unseres Planeten werfen zu können, der uns vielleicht potenziell hilft, Desasters zu vermeiden. Das ist auch eine von den ganz spannenden Sachen, die wir machen, weil wenn Sie da draußen Erden finden, die älter sind wie wir, dann können Sie vielleicht zum ersten Mal einen Blick in unsere eigene Zukunft werfen, weil wir das erste Mal verstehen, wie eine Erde sich entwickelt und wie sie dann auch im Endeffekt sterben wird. Und eins von den Sachen, was auch, ich glaube, was ich Ihnen auch gerne mitgeben könnte, wenn ich darf, ist einfach, wenn es dann fad wird oder langweilig wird im Mathe- und Physikunterricht hin und wieder, denken Sie einfach daran, dass das die Sprache ist, die wir ja verwenden, um zum Beispiel Leben auf anderen Planeten zu finden, um Satelliten ins Weltall zu schießen, die dann andere Planeten in unserem eigenen Sonnensystem erkunden, die am Mars landen, die sich anschauen, wie Saturn genau funktioniert. Das heißt, es ist vielleicht hin und wieder Durststrecke, aber denken Sie einfach daran, was wir mit diesen Möglichkeiten dann machen können. Nicht nur auf der Erde mit Technologie und so weiter, die natürlich auch unser Leben verändert, aber einfach auch diese Entdeckungsreisen, die sich anbieten. Und Sie müssen nicht einmal auf ein Schiff steigen und dann quer durch einen Ozean irgendwo hinfahren, um einen neuen Kontinent zu entdecken, sondern im Augenblick sind wir nicht wie Christopher Columbus, sondern wir es finden durch dieses Licht, das wir einfangen mit den Teleskopen, da draußen ganz andere Welten, nicht nur Kontinente. Und es tut sich ein ganz anderes Weltbild auf. Und wir verstehen zum ersten Mal ein bisschen besser, wie wir in dieses Weltbild hineinpassen. Wenn Sie am Abend in den Sternenhimmel schauen, gibt es wahnsinnig viele Sterne. Aber es gibt natürlich noch mehr, die Sie nicht sehen, weil sie einfach ein bisschen lichtschwach sind. Und im Vergleich ist es einfach so, wenn Sie auf der Erde alle Kieselsteine, alle Steine und alle Sandkörner, die Sie irgendwo finden, zusammenzählen würden, dann sind es weniger wie Sterne in unserer eigenen Milchstraße, in unserer Galaxie. In unserer Milchstraße allein gibt es Milliarden von Sternen. Und die ersten Hochrechnungen zeigen, dass es
um mindestens jeden zweiten Stern mindestens einen Planeten gibt. Weil die ganz kleinen haben wir noch nicht gefunden. Und die, die weiter draußen sind, haben wir auch noch nicht gefunden. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das heißt einfach, dass es allein in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie, schon Milliarden von Planeten gibt. Und da draußen gibt es Milliarden von Galaxien, die jeweils wieder Milliarden von Sternen und, Physik sollte überall gleich sein, Milliarden von anderen Planeten haben. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, weil im Augenblick suchen wir nur gerade unseren Vorgarten ab, wenn Sie wollen, die Sterne, die ganz in der Nähe von der Sonne sind. Aber da draußen gibt es eine wahnsinnige Vielfalt von Planeten und von Sternen und wir werden noch so viel entdecken. Natürlich ist im Leben nicht alles die Arbeit. Also ich muss sagen, ich habe auch ganz viele andere Sachen, die ich sehr genieße. Ich tanze leidenschaftlich gern, also besonders auch Salsa, wie natürlich als Österreicherin, ist normal. Ich koche auch sehr gern, ich reise sehr gern, was sehr gut ist bei dem Job, weil man viel im Flieger sitzt, besonders bei diesen ganzen internationalen, ganz spannenden Entdeckungen, die man natürlich in einem internationalen Team macht und nicht nur zu Hause jetzt in seinem eigenen Büro. Ich lese sehr gern, also wenn es sich irgendwie ausgeht, sehr gern. Mein iPad hat wahnsinnig viele Bücher und bei manchen komme ich sogar dazu, sie ganz durchzulesen zwischen den verschiedenen Reisen. Ich treffe mich wahnsinnig gern auch mit Familie und Freunden, also das ist aber ganz normal, wie man das normalerweise macht. Und sonst muss ich sagen, wenn es sich ausgeht, auch Theater, Oper, das sind Sachen, die ich wahnsinnig gern mache und Musik einfach zu gehen. Und ich komme auch immer ganz gern heim, wieder nach Österreich und dann, wenn es sich ausgeht, etwas zu wandern in den Bergen. Also die Gegend um Salzburg ist natürlich da auch wunderschön. Und ich treffe mich wahnsinnig gern natürlich wie normal mit Familie und bespreche Sachen, die im normalen Leben passieren. Und wenn es sich ausgeht, gehen wir dann auch tanzen. Also in Salzburg gibt es ja auch viele Gelegenheiten dafür. Und international, Kino, verschiedene Festivals und Musik, also alles, was sich ausgeht. Und das Gute ist, wenn man viel reist, kann man dann hin und wieder zum Beispiel eine Oper in New York einschieben oder irgendwo anders, also einfach so als Zuckerl, weil manchmal ist es doch ein bisschen schwierig, die ganze Zeit im Flieger zu verbringen. Aber man hat dann auch Freunde auf der ganzen Welt und insofern gleicht sich das aus. Und eins der ganz schönen Sachen, die ich auch finde in der Wissenschaft, ist, sie lernen die Welt kennen, sie leben mit internationalen Freunden und Kollegen. Und das ist auch wunderschön, weil sich ihr Weltbild nicht nur in der Wissenschaft, sondern generell auftut. Und manchmal denke ich mir, was mehr kann ich mir denn wünschen, dass meine Arbeit noch mitgeht.